ist das gut? Ein gutes Bier. Ja, liebe Leute, liebe Fernsehzuschauer, seid ihr schon da? Ich begrüße euch alle zu meiner Fernsehsendung Deutsches Handwerk. Heute stelle ich euch einen Handwerksbetrieb vor, der kommt aus Ammerang im Landkreis Rosenheim. Es ist der Klaus Lerner, ein interessanter Junge. Ja, was macht der Klaus? Der Klaus hat 2013 eine Ledermanufaktur gegründet. Wie kam er darauf? Nun, sein Urgroßvater hat schon zu seiner Zeit in Lederhosengürtel Muster mit heißen Nägeln eingraviert. Und da hat sich der Klaus überlegt, wie kann ich das in die neue Zeit rüberbringen? Und er hat ein Verfahren entwickelt, dass der Kunde, dass ihr dem Klaus ein Muster, ein Logo, eine Gravur vorgeben könnt, das gibt er dann in seinen Computer ein und druckt es auf das Material mit seinem Laserdrucker drauf. Und das alles in altbekannter Handwerkskunst. Ja, was hat denn der Klaus für Produkte zu bieten? Print-Etuis, Geldbeutel, Hosenträger, Handyhüllen, Ledergürtel, Mützen, Rucksäcke, Schlüsselanhänger und Zigaretten-Etuis. Ja, das sind alles Produkte, die der Klaus herstellt und euer Muster eingraviert. Jedes Teil ist ein Unikat. Gibt's nur einmal speziell für euch als Kunde. Der Klaus hat 2016 von der Firma Meckle den Gründerpreis bekommen. Den ersten Platz, dotiert mit 25.000 Euro. Klaus, weil du so ein guter Kamerad und Freund bist, habe ich dir ein Gedicht geschrieben. Das trage ich dir jetzt mal vor. Klaus Lerner, Lederarbeiten sind begehrt. Alle Produkte liebenswert. Mit Herz und Liebe hergestellt und einzigartig auf der Welt. Halten fast ein Leben lang, da wird's keinem Angst und Bang. Darum fahr zu Klaus Lerner nach Ammerang, such dir was Schönes aus und dann fahrst beruhigt wieder nach Haus. Der Klaus ist übrigens nicht nur ein sehr guter Handwerker, nein, er ist auch ein sehr guter Posaunist und Musiker. Sehr begehrt, spielt in vielen Gruppen mit. Wenn ihr mal Lust und Zeit habt, setzt euch ins Auto, fahrt nach Ammerang, schaut euch den Betrieb an oder geht einfach ins Internet. Klaus Lerner, Ledermanufaktur. Es lohnt sich bestimmt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine Sendung Deutsches Handwerk. Und bis zum nächsten Mal in dieser Sendung, wo ich euch wieder einen neuen Handwerksbetrieb vorstelle. In dem Sinn, Leute, ich trinke auf euch. Prost, habe die Ehre.